Guten Morgen. Es kommt gerade ein Auto. Ich warte noch mal ganz kurz. Guten Morgen. Krankheiten existieren deshalb, weil irgendetwas aus der Balance gekommen ist. Und wir haben nicht immer dafür die Verantwortung. Denn es passieren Dinge, die einfach nicht in unserer Gewalt liegen. Die nicht in unserer Handhabbarkeit liegen. Das kann der Platz sein, wo wir aufgewachsen sind, also das Land oder die Region. Das können Kriege sein, das kann irgendwelche Umweltbelastungen oder Unfälle sein, die passiert sind. Das heißt, wir haben nicht immer wirklich die alleinige Verantwortung dafür. Wir haben aber die Verantwortung dafür, wie wir damit umgehen. Ich möchte das nur mal explizit vorher erwähnen, damit ja, ich einfach Kommentare, die darauf ausgerichtet sind, den Grundgedanken dieses Videos zu verwässern mit irgendwelchen Gegenbeispielen, einzelnen Gegenbeispielen, dass ich da ein bisschen Wind aus den Segeln nehme. Die Natur justiert ständig, sie liest auch ganz natürlich aus. Ne? Es gibt auch so das Rassenaussterben und da haben wir noch nichts damit zu tun gehabt, ne? Wie die Eiszeit zum Beispiel. Und es ist vollkommen normal. Es ist vollkommen normal, dass Rassen aussterben und es ist vollkommen normal, dass auch Menschen sterben und dass auch Menschen sterben an Krankheiten. An Krankheiten, ja, die einfach zeigen, dass dieser Mensch nicht in der Balance gewesen ist, in der natürlichen Balance. Was, wie gesagt, nicht unbedingt in seiner Verantwortung gelegen haben muss. Aber oftmals ist es so. Und dann, wenn das so ist, wenn man stirbt oder wenn man krank ist, dann kann man nichts tun, außer das in erster Linie zu akzeptieren. Wäre ein Ansatz. Und das ist ein Extrem. Also ist halt so. Das ist eine große Akzeptanz und auch so ein bisschen Resigniertheit. Und dann gibt es noch den Punkt, ich kann alles. Ich kann jede Krankheit besiegen. Man muss nur fest genug dran glauben und dann kann ich alles besiegen. Dann, ja, sky's the limit. Die beiden Sachen gibt es. Und so wird oft mit Krankheiten umgegangen. Warum? Weil in unserer Gesellschaft die Extreme geliebt werden. Und die Extreme sind auch leicht vermittelbar. Ganz einfach. Es gibt bei YouTube bestes Beispiel Kanäle, total alternativmedizinisch, alles Wissenschaftliche ist böse. Und dann gibt es die Kanäle, die halt auf ganz einfachen Stimmfang gehen und ja, oft auf die Tränendrüse drücken und die Opferhaltung kultivieren, also die Verschwörungskanäle oder die, wenn man halt krank ist, dass man dann halt das irgendwie alles akzeptieren muss. Und na, es gibt die beiden Extreme. Aber die goldene Mitte ist halt etwas schwieriger. Noch etwas schwieriger zu vermitteln, weil man ja immer gegen die beiden Lager, die dominant sind in dieser Gesellschaft, immer quasi sich zur Wehr setzen muss. Ne? Egal was man sagt, man kriegt von 80-90% der Menschen verbal sozusagen immer einen aufs Maul. Aber damit muss man umgehen können. Trotzdem ist es wichtig und daran sehe ich auch so ein bisschen meinen Lebenszweck, immer wieder das zu vermitteln, dass es halt eben eine goldene Mitte gibt. Ne? Dass man bei Krankheiten wirklich tut, was in eurer Macht steht, aber sich nicht in irgendein Dogma verrennt, dass sie unbedingt geheilt werden muss, ne? Und dass man die Krankheit auf jeden Fall besiegt, weil wenn dann Verschlechterungen kommen, dann fällt man in ein noch größeres Loch, weil man seine gesamte Basis, auf die man seine Behandlung aufgebaut hat, ja quasi einfach nur künstlich generiert hat, ohne organisches Fundament. Und ja, also das eine, dass man dann halt zu sehr davon überzeugt ist, dass man das schafft. Und das andere ist halt eben, dass man ja total resignierend da ist und alle anderen die Verantwortung gibt, also Ärzten oder Familien, und sich selber gar nicht mehr drum kümmert. Aber wirklich einfach bewusst das tun, was man kann, sich zu informieren, zu schauen, das zu machen und trotzdem noch ein positives Mindset haben, das ist wichtig. Weil jeder Tag verdient es auch, gewürdigt zu werden. Wir leben alle nicht unendlich. Und gerade wenn ihr krank seid, dann ist das Leben wahrscheinlich noch ein Stück kürzer. Umso wichtiger ist es, den Tag bewusst zu gestalten, raus aus den Kreisläufen zu gehen, die euch die Gesellschaft aufzwingt, raus aus den Ketten der mentalen Sklaverei zu gehen, sondern euch zu entwickeln. Das muss nicht
der totale Individualitätsboost sein und dass man irgendeinen Trend folgt und digitale Nomade wird oder was auch immer. Das kann ganz normal auch ein Fließbandjob sein, mit dem man zufrieden ist. Ja? Oder ein, wie man heutzutage sein Schimpfwort, 9-to-5-Job. Boah, ich habe auch mal einen 9-to-5 gemacht, aber ich bin jetzt besser. Schwachsinn. Ja? Schwachsinn. 9-to-5-Job, eine geregelte Arbeitszeit, ein grundsolides, ja, eine grundsolide Arbeit, eine Orientierung, das ist für viele Menschen wichtig, weil wir alle eben individuell sind. Da gibt es kein richtig und da gibt es auch kein falsch. Ja? Aber jeder Tag verdient es, gewürdigt zu werden. Und selbst wenn man solche einfachen Tätigkeiten ausübt und auch immer wieder sich jeden Tag wiederholende Tätigkeiten, so muss man dies trotzdem wertschätzen und mit immer derselben Liebe tun. Ja? Ist zumindest wäre, muss tun, ist auch schon wieder so was Restriktives. Finde ich nicht gut, die Formulierung. Aus meiner Erfahrung wäre das wünschenswert für die eigene Zufriedenheit. Ja? Wenn ihr krank seid, auch die Krankheit durchaus akzeptieren und den Tag trotzdem wertschätzen. Denn viele Menschen sehen auch Armut oder fehlende Anerkennung in irgendeiner Form als Krankheit. Sie, zum einen tun sie sich über andere Menschen erheben, die arm sind oder die aus irgendeinem Grund, wo man denkt, dass sie keine Anerkennung bekommen. Und also, dass man sich über sie erhebt. Und zum anderen strampelt man sich tagtäglich auch da ab, um ja nicht arm zu werden. Ne? Also ich kenne so viele Menschen, die, mit denen ich schon in meinen Coachings, in meinen Gesprächen geredet habe, und die gesagt haben, boah, aber ich will bloß nicht ins Hartz IV rutschen. Ne? Ich sage, wieso nicht? Ich habe auch 1,5 Jahre jetzt aufstockend Hartz IV bekommen. Ne? Und das, warum? Na, ich bin kein Harzer. Was auch immer, denn, ne? Also einfach nur so Glaubenskonstrukte. Es ist schlimm, arm zu sein, besonders arm. Hartz IV ist immer noch Reichtum in anderen Ländern, also wenn wir den Lebensstandard sehen. Siehe dazu mein Buch Vegane Welt mit wenig Geld. Amazon, den gibt es unten. Ja, also von der Seite her wird Armut und fehlende Anerkennung oft als Krankheit gesehen und die Menschen strampeln die ganze Zeit dagegen und würdigen den Tag eben auch nicht mehr. Genau wie bei einer herkömmlichen Krankheit, sage ich mal. Und da muss einfach so eine Akzeptanz für die Krankheit sein. Also wenn man auch Armut und fehlende Anerkennung als Krankheit sieht, auch da muss eine gewisse Akzeptanz dann kommen. Besser wäre es natürlich, wenn man das gar nicht erst als Krankheit sieht. Aber wir reden wieder von normalen Krankheiten, um den Bogen zu spannen, den roten Faden nicht zu verlieren. Ja, also Krankheit auch ein Stück weit anerkennen. Ne? Na. Jeder Tag, den wir leben, das ist ein einzigartiges Geschenk von der Natur an uns. Und das verdient einfach auch gewürdigt zu werden. Musik.